Willkommen bei einer Nutzerschulung der Firma InitUS GmbH. Das Thema ist die Nutzung von NitroKeys zur Zwei-Faktor-Authentifizierung mit den NitroKeys Pro und Storage. Aber zuerst die Frage, warum ist uns dieses Thema so wichtig? Sie haben bestimmt auch schon von den vielen gestohlenen Daten gehört. Schlagzeilen zu diesem Thema geistern im Moment ja immer wieder durch die Medien. Als Reaktion darauf wurde der Schutz der personenbezogenen Daten mit der DSGVO verschärft. Eine konkrete Möglichkeit zur Umsetzung dieser verschärften Regeln ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Was ist das genau, werden Sie sich jetzt fragen, und wofür brauche ich die? Zwei-Faktor heißt es deshalb, weil man zwei voneinander unabhängige Faktoren zur Anmeldung benutzt, ganz nach dem Motto doppelt hält besser. Nur durch die Kombination der beiden Komponenten bekomme ich Zugang zum System oder werde verifiziert. Ein einfaches Beispiel dafür wäre die Kombination von Bankkarte und PIN. Bei den NitroKeys handelt es sich dabei um USB-Sticks, die Verbindung zur Webseite aufnehmen. Bei der Anmeldung generiert der NitroKey einmal Passwörter zur Authentifizierung. Einmal Passwörter sind mit TANS vergleichbar, die als zweiter Schutz zusätzlich zu gewöhnlichen Passwörtern verwendet werden. So ist der Zugang zu Ihrem Account selbst dann noch gesichert, wenn Ihr Passwort gestohlen wurde. Für diese erhöhte Sicherheit sind nur zwei Schritte notwendig: installieren und mit zweitem Faktor registrieren. Da die NitroKeys mit verschiedenen Betriebssystemen funktionieren, gehe ich die zwei Schritte für Windows und Linux durch. Bei der Registrierung werde ich exemplarisch den Browser Firefox benutzen, hier können aber auch andere Standardbrowser genutzt werden. Wir fangen mit der Installation bei Windows an und machen dann mit Linux weiter. Beide NitroKeys unterscheiden sich in der Installation nicht, daher werde ich den Vorgang exemplarisch mit dem NitroKey Pro vorführen. Dazu wechseln wir zur Benutzeroberfläche und auf die Webseite von NitroKey. Ich bin jetzt bei Windows und auf der NitroKey-Webseite, und wenn Sie hier auf die Hilfe gehen und auf Installation, dann bekommen Sie Installationsanleitungen für alle NitroKeys. Wir wollen den NitroKey Pro installieren und kümmern uns jetzt erstmal um Windows. Und hier steht auch schon, Sie müssen einfach Ihren NitroKey mit dem Computer verbinden, das mache ich mal. Und dann wird der automatisch installiert. Vielleicht bekommen Sie ein paar Dialogfenster, die können Sie dann einfach bestätigen. Und bei Windows Vista, Windows 7, 8 und 10 kann es bei der Installation eines zusätzlichen Gerätetreibers zu einem Fehler kommen, aber auch diese Warnung kann ignoriert werden. Mein NitroKey wird jetzt installiert, das sehen wir hier unten, das Gerät wird eingerichtet und demnächst ist es dann auch verfügbar. Während wir darauf warten, können wir ja schon mal die NitroKey-App runterladen. Die finden wir hier unter Zweitens und wir brauchen natürlich die für Windows. Jetzt ist mein Gerät einsatzbereit. Der NitroKey ist also installiert. Für die NitroKey-App laden wir uns jetzt hier die .exe-Datei runter. Die speichern wir einmal. Und dann können wir sie ausführen. Das kennt man ja auch von Windows. Und schon ist sie installiert. Jetzt braucht sie noch ein bisschen, bis sie den NitroKey erkennt. Jetzt ist der NitroKey verbunden und der Reiter, den wir brauchen, ist der zweite. Das sind die Einmal-Passwörter-Einträge und hier machen wir dann nach der Installation unter Linux weiter. Unter Linux können wir einfach das Anwendungscenter öffnen und hier die NitroKey-App installieren. Wir wählen hier die Quelle Ubuntu Bionic Universe aus. Und dann installieren Sie. Ich habe schon installiert. Ich zeige Ihnen mal, was passiert, wenn ich auf Starten klicke. Dann wird hier angezeigt, die NitroKey-App ist aktiv und ich kann hier oben in der Symbolleiste auch ein neues Symbol sehen. Wenn ich da drauf klicke, sind noch nicht so viele Optionen möglich. Das liegt daran, dass ich den NitroKey noch nicht eingesteckt habe. Das hole ich mal nach. Der NitroKey wurde verbunden. Und jetzt wurde er auch von der App erkannt. Und jetzt habe ich viel mehr Möglichkeiten hier. Im nächsten Schritt müssen wir die Benutzer-PIN für die NitroKey-App ändern. Dieser Vorgang ist unter Windows und Linux gleich. Dafür öffnen wir die NitroKey-App, gehen auf Konfigurieren und Benutzer-PIN ändern. Hier können Sie jetzt die aktuelle PIN eingeben. Die steht auf der Webseite und der Standard ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da diese PIN nicht besonders sicher ist, sollten Sie die auf jeden Fall ändern. Ich mache das jetzt allerdings nicht.
Jetzt, wo wir die Installation auf Windows und Linux abgeschlossen haben, wenden wir uns der Registrierung zu. Diese werde ich beispielhaft im ERP-System Odoo ausführen. Welchen Browser man dabei benutzt, ist egal, deshalb zeige ich die Registrierung in Firefox. Ich habe jetzt zu Odoo gewechselt und hier muss ich mich erstmal ganz normal anmelden. Mit Benutzername und Passwort. Und jetzt richten wir den NitroKey ein, indem wir auf den Benutzer gehen, auf Einstellungen und durch die installierte App haben wir hier unten eine neue Möglichkeit, nämlich die MFA-Settings. MFA heißt hier Multifactor Authentication. Das bedeutet, das ist die Authentifizierung mit mehreren Faktoren anstatt mit nur einem Passwort. Und im nächsten Schritt müssen wir jetzt auf Add New App oder Device klicken und können hier einen Namen für unseren NitroKey eingeben. Ich nenne ihn einfach NitroKey. Hier steht mein Benutzer, für den dieser NitroKey ist. Und darunter mein Secret Code. Zu dem kommen wir gleich. Erstmal möchte ich erklären, was es mit dem QR-Code hier auf sich hat. Und zwar ist dieser QR-Code für Handys, die eine App für die Zwei-Faktor-Authentifizierung haben, zum Beispiel den Google Authenticator. Und damit könnte man jetzt den QR-Code scannen und bekommt auch ein Einmalpasswort. Aber da nicht jeder ein Smartphone hat und auch nicht jedes Smartphone entsprechend abgesichert ist, sollte man sich diesen Schritt gut überlegen. Hinzu kommt natürlich noch, dass Smartphones in den meisten Fällen private Geräte sind. Deshalb arbeiten wir mit NitroKeys. Im nächsten Schritt müssen wir nun also den Secret Code, das Geheimnis, kopieren. Und dann die NitroKey-App öffnen. Jetzt gehen wir auf Konfigurieren. Einmal Passwörter und Passwort-Save und bekommen diese Anzeige. Wir können direkt den ersten Eintrag nehmen und vergeben einen Namen. Am besten vergibt man hier einen eindeutigen Namen, zum Beispiel den des Anwendungssystems, für das man den NitroKey benutzen möchte. Das ist in meinem Fall Odoo. Und dann kann ich das eben kopierte Geheimnis hier eintragen. Die meisten Anwendungen, wie Odoo mit dem passenden Modul, generieren den Secret Code oder auch Schlüssel genannt und den trägt man dann in die NitroKey-App ein. Die NitroKey-App kann aber auch zufällige Schlüssel erzeugen, die man dann, falls nötig, in einem anderen System abspeichern kann, um die gleiche Funktionalität zu haben. Das können wir hier sehen. Aber wir haben den Schlüssel ja schon in Odoo generiert und hier eingetragen. Ich möchte Ihnen noch ein paar Parameter zeigen, die im Standard eingestellt sind. Und zwar ist das einmal das Eingabeformat. Das ist auch das gleiche in Odoo, das ist hier Base32. Und das Intervall steht auf 30 Sekunden. Die Länge der Einmalpasswörter steht hier auf 6 Ziffern und das können wir auch gleich nochmal uns im Odoo angucken, da steht das auch drin. Die anderen Parameter sind Standard, die muss man wissen, damit die beiden Systeme miteinander funktionieren. Jetzt speichern wir aber erstmal. Und um jetzt ein Einmalpasswort zu bekommen, muss ich hier oben auf die NitroKey-App klicken, Passwörter, und dann wähle ich Odoo aus. Das habe ich ja gerade angelegt. Meine Benutzer-PIN, die Sie hoffentlich geändert haben. Und jetzt steht hier, mein Einmalpasswort wurde in die Zwischenablage kopiert. Ein Code ist immer 30 Sekunden gültig, beginnend bei der vollen oder einer halben Minute. Das heißt, wenn ich den Code 2 Sekunden vor einer vollen Minute hole, habe ich 2 Sekunden Zeit, um ihn einzugeben. Das schafft man natürlich nicht. Und jetzt habe ich auch ziemlich lange geredet und der eben geholte Code wird wahrscheinlich nicht mehr gültig sein. Und dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Ich gebe mal den Code ein. Ja, da ist meine Fehlermeldung. Und hier ist zu beachten, dass dieser Fehlschlag automatisch ein neues Geheimnis, also einen neuen Secret Code generiert. Das heißt, wir müssen jetzt das Ganze nochmal machen. Ist also eine kleine Zeitfrage bei der Registrierung. Wie eben angekündigt, gucken wir uns aber nochmal kurz die Einstellungen des MFA-Moduls an mit den 6 Ziffern und das können wir hier sehen, dass auch das MFA-Modul einen 6-ziffrigen Code verlangt. Jetzt probieren wir die Registrierung nochmal. Wie eben erwähnt, wurde bei dem Fehlschlag ein neues Geheimnis generiert, also kopieren wir den Code nochmal. Und gehen nochmal in die NitroKey-App
Den eben generierten Eintrag können wir einfach überschreiben. Ich trage den Secret Code ein, klicke auf Speichern. Jetzt kann ich mir nochmal das Passwort holen. Odo ist in der Zwischenablage. Wenn ich das jetzt eintrage, hat es funktioniert. Jetzt habe ich hier unten mein Authentication Device, das ist der Nitro Key. Und wenn ich den jetzt aktivieren möchte, dann klicke ich auf MFA Enabled und Speichern. Ab jetzt braucht man für die Anmeldung immer auch den Nitro Key, um ein Einmalpasswort generieren zu lassen. Wir gucken uns nochmal die MFA-Settings an. Wie die Länge dieser Zeile schon vermuten lässt, kann man mehrere Nitro-Keys registrieren. Und dadurch, dass es das Häkchen bei MFA-Enabled nur einmal gibt, sind mit dem Setzen des Häkchens generell alle registrierten Nitro-Keys aktiviert. Um einen konkreten Anwendungsfall zu konstruieren, man könnte dadurch zum Beispiel zwei Nitro-Keys registrieren und aktivieren, um dann einen im Safe aufzubewahren und den anderen in Benutzung zu haben. Wenn man den man in Benutzung hat, jetzt verliert, kann man den Nitro-Key aus dem Safe benutzen, um sich einzuloggen und den anderen Nitro-Key zu entfernen. Das heißt, damit sind Sie die ganze Zeit sicher und haben sozusagen ein Backup. Jetzt zeige ich Ihnen noch, wie man sich mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung und Einmalpasswort anmeldet. Dazu melden wir uns erst einmal ab und dann wieder ganz normal mit dem Benutzernamen und dem Passwort an. Und jetzt werden wir nach dem MFA Confirmation Code gefragt. Das ist der Code, den der Nitro Key generiert. Der ist hier unter Passwörter und Odo. Jetzt muss ich nochmal meine Benutzer-PIN eingeben. Und mein Einmalpasswort wurde in die Zwischenablage kopiert. Das kann ich jetzt einfügen. Bestätigen. Und manchmal fragt er dann noch nach einer zweiten Anmeldung. Und ich bin angemeldet. Und damit sind wir schon am Ende unserer Nutzerschulung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video helfen. Wenn Sie jetzt die Sicherheit Ihrer Systeme erhöhen möchten, finden Sie unter dem Video einen Link, der Sie zum Produktkauf weiterleitet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Diese Schulung wurde Ihnen präsentiert von der Firma InitOS GmbH.